Kids, herzlich willkommen aus Dresden. Neben mir die Steinmann-Brüder, die Dresdner Koryphäen. Christoph ist neben mir, auch bis 77 Kilo, eindrucksvoll gewonnen. Wie beschreibst du das Gefühl und wie ist es für dich, vor heimischer Kulisse zu gewinnen? Ja, also es war unglaublich, hat wahnsinnig Spaß gemacht zu kämpfen. Ich habe in der ersten Runde mich ziemlich abgemüht, sage ich mal, mit dem Lukas. Aber in der zweiten Runde hatte ich dann so ein Gefühl, sage ich mal. Mir hat ein Freund von mir hat so ein bisschen Analyse betrieben im Vorfeld und hat mir so einen kleinen Tipp gegeben, wo die Schwachstelle beim Lukas sein könnte, dass er gerne die Low-Kicks fängt. Und deswegen habe ich genau das ausprobiert und habe den rechten Low-Kick angedeutet und dann mit der rechten Hand einfach 100% da reingefeuert und das hat wunderbar funktioniert. Hat Spaß gemacht. Wir haben gesehen, dein letzter Kampf war im April 2015, ja, ist richtig. Und die Frage ist, warum hast du so lange pausiert und warum bist du heute hier in Dresden zurück? Ja, also ich bin Student, Vollzeitstudent und da habe ich mich erstmal ein bisschen aufs Studium konzentriert, um da die Prioritäten auf die Universität zu legen. Aber als dann das Angebot kam und die Information, dass hier in Dresden wieder eine Veranstaltung stattfindet, war dann einfach die Versuchung zu groß, diese heimische Kulisse wieder zu erleben. Und damit konnte ich einfach nicht Nein sagen und so war ich heute hier. Hast du deinen Gegner vorher intensiv studiert und wenn ja, wie? Und wie hast du dich besonders darauf vorbereitet? Ja, also wie gesagt, der Freund von mir hat im Vorfeld ein bisschen Recherche betrieben. Ich hatte da nicht so den Kopf dafür. Ich habe nur gewusst, dass er Grappler ist. Aber wie gesagt, der gute Freund von mir hat da sehr viel Recherche betrieben und hat die Schwachstellen für mich rausgesucht und hat mir dann dort meine Tipps gegeben und so einen kleinen Gameplan für mich erstellt und der ist wunderbar aufgegangen. Außer, dass ich mich vielleicht etwas lange am Boden aufgehalten habe in der ersten Runde, das war eigentlich nicht so geplant, aber hat auch ganz gut funktioniert. Worin liegen denn eigentlich deine Stärken oder was ist dein eigentlicher Background? Der ist relativ bunt gemischt, also die Leute beim Team und auch der Trainerstab bei uns sagt immer, dass ich ein recht guter Allrounder bin und sowohl im Stand als auch am Boden mich relativ gut behaupten kann. Und ja, also ich habe jetzt nicht wirklich einen Favoritenbereich. Ich nehme, was kommt und ich wusste, dass er Grappler ist, deswegen wollte ich versuchen, möglichst nicht in seiner stärkeren Disziplin mich mit ihm zu duellieren. Von daher, ja, ich stelle mich darauf ein, ich nehme, was kommt. Wir sehen oder ich sehe deinen Bruder hinter dir. Wie fühlt es sich an, wenn erstens dein Bruder in derselben Gewichtsklasse ist wie du selbst und zweitens auf derselben Veranstaltung kämpft? Ja, das ist natürlich großartig. Also wir pushen uns da gegenseitig sehr stark, gerade schon in der Kabine im Vorfeld, bevor die Kämpfe losgehen und geben uns da gegenseitig so viel Rückhalt wie möglich. Und da ist es natürlich, also man kämpft eigentlich zweimal an dem Abend. So, es ist natürlich, man ist natürlich mit Herzblut dabei, wenn dann der Bruder im Käfig steht. Genauso für ihn der Kampf, wo ich schon drin war, da ist natürlich sehr viel Emotion dabei. Also man ist da echt zweimal drin eigentlich. Kurze Frage, Klitschko-Brüder, allen ein Begriff, die haben gesagt, nein, wir kämpfen niemals gegeneinander. Wie sieht es bei euch aus? Ich denke, wir beschränken das aufs Training, aber bei so einer Veranstaltung, das wäre ziemlich schräg für uns. Also ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, mal an deinen Bruder? Ich weiß nicht, wie das meine Schwester ist. Gibt es nicht zu diskutieren, ja. Wir trainieren schon so lange zusammen, das ist, ja, ich wüsste nicht, gibt es Brüder, die gegeneinander kämpfen würden, ernsthaft? Also wir haben im Training so viel Spaß und wie er schon sagte, du kämpfst ja zweimal, das ist... Also für mich ist es immer schlimmer, wenn er kämpft, als wenn ich selber kämpfen muss. Das ist, die Qual ist viel größer und dann gegeneinander unmöglich. Niemals. Und im Sparring, wie weit geht ihr da? Also schenkt ihr euch gut ein und habt euch dann wieder ganz doll lieb? Oder wie kann man sich das vorstellen? Im Sparring ist es untereinander, also wir beide sind, denke ich, untereinander härter im Sparring als mit den anderen Jungs. Ja. Es ist einfach, ja, wie ich schon sagte, wir pushen uns halt wesentlich mehr gegenseitig. Und wir trainieren schon unser ganzes Leben, also ja, schon immer zusammen, seit wir überhaupt den Sport machen oder seit er angefangen hat. Ich bin ja leider schon 2-3 Tage älter, obwohl man es nie sieht. Wir sind schon untereinander härter, man kennt sich halt und dann ist wesentlich mehr drin. Ja. Bruder von dem Bruder, hast du dem noch was hinzuzufügen? Ja, absolut nicht, also das ist natürlich richtig, was er sagt. Wir schenken uns da nichts, haben auch viel Spaß beim Training zusammen, aber ich denke, wir haben so beide unsere Finessen, sage ich mal, und das ergänzt sich ganz gut, dass wir uns da gegenseitig beim Training auch voranbringen können und da auch viel Spaß haben, aber auch gut Härte da rein haben und dadurch uns gegenseitig immer irgendwie wieder was Neues beibringen können. Vielleicht eine kleine Überraschung hier und da. Seid ihr da diesbezüglich mit eurer Freundschaft oder eurem Bruder da sind mal an Grenzen gestoßen, wo ihr euch mal gar nicht ertragen konntet? Nö, das wird ausgeprügelt beim Training. Das geht. Also nie beim Sport, nee. Es ist Sport und es ist Familie. Da gibt's nichts, also nein. Jetzt muss ich dich nochmal zu deinem Kampf befragen, war ja auch das Highlight des Abends. Und das war eine eindrucksvolle Technik. Sankaku im Judo sagt man, Trying a Choke im MMA.
Willst du kurz nochmal beschreiben, wie es sich für dich angefühlt hat? Ja, ich wusste, dass er ein starker Bodenkämpfer ist und eigentlich war die Ansage, dass ich im Stand mehr arbeiten soll, nur die meisten wissen ja, dass ich im Stand so furchtbar schlecht und furchtbar faul bin. Und da habe ich mich halt verleiten lassen und der Triangle Choke war, ich war selber überrascht, weil, also ich wollte eigentlich ihn eher wegschieben und um wieder aufzustehen und plötzlich ist er da halt so reingeglitten und ja, dann ja, war die Chance halt da und dann habe ich zugemacht und hat zum Glück gezogen. Also war eine Überraschung für mich, mehr oder weniger, es war nie der Plan. Ein doppelter Brudersieg vor heimischer Kulisse, Mama und Papa und Freunde sind da. Wann sehen wir euch wieder? Wann ist der nächste Kampf geplant? Für dich, für ihn? Wie sieht's aus? Also ich habe mich da jetzt noch nicht festgelegt. Die Prioritäten liegen immer noch im Studium. Mal schauen, wann wieder eine Veranstaltung in Dresden ist und ob dann die Motivation groß genug ist und dass die Vorbereitungszeit das hergibt, da wieder mit teilzunehmen. Aber eigentlich machen wir, also ich persönlich mache das eigentlich alles als Hobby nebenbei. Von daher freue ich mich immer, wenn das dann so gut ausgeht. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Mal schauen, wann die Möglichkeit da ist. Wie sieht es da bei dir aus? Für mich ist heute vorbei. Es war mein allerletzter Kampf. Ich wollte schon mehrmals aufhören. Zuletzt ebenfalls bei Sprawl im Brawl in Berlin. Das ist der Kampf, habe ich zwar gewonnen, aber der Kampf war nie wirklich zufriedenstellend für mein Ego und mein Ehrgeiz. Dann wurde halt gesagt, wir machen es ja nochmal. Und also bei mir hat es einfach berufliche Gründe. Und da muss ich einfach leider das Verletzungsrisiko minimieren. Und das ist nun mal trotzdem dabei. Und ja, ich habe jetzt 14, 15 Kämpfe, ich habe mehr gewonnen als verloren. Ich glaube, ich muss auch keinem mehr was beweisen und irgendwann muss Schluss sein. Ich denke, heute ist ein guter Tag. Es war geil. Sehr schöne Worte. Dann wirst du also in die Fußstapfen treten oder neue Fußstapfen setzen? Was glaubst du? Andere Fußstapfen, meine eigenen, genau. Und je nachdem, wie sich das dann mit dem Studium ergibt, werde ich sehen, ob mich der Weg weiter mit dem Sport begleitet oder ob der Sport weiter meinen Weg begleitet. Ja, ich lege mich auch nicht fest. Die Zukunft wird es für sich entscheiden. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, sowohl sportlich als auch beruflich, als auch natürlich privat. Es gibt ja auch noch ein Privatleben und alles Gute und hervorragend. Schön, genießt die Nacht. Bis bald. Ciao.